Karl-Heinz, was machst du außer Bücher zu schreiben, sonst noch? Wenn ich nicht schreibe, dann denke ich darüber nach, worüber ich schreiben könnte und fange an zu basteln. Also ich versuche immer noch diese Technik, nachdem ich sie jetzt vollständig begriffen habe, wahrscheinlich noch zu verbessern, zu vereinfachen, sodass man halt wirklich auch Geräte mal in Deutschland bauen kann, die dann nicht um die halbe Welt transportiert werden müssen. Das ist mir schon wichtig, dass wir diese Technik auch zurückholen. Ist ja schließlich hier in München, 500 Meter von hier im Glockenbachviertel erfunden worden, 1931. Und ich möchte das gerne wieder hier haben. Man kann dicke Bücher lesen und Argumente wälzen. Das Beste ist einfach, dieses Wasser mal zu probieren. Es überzeugt nahezu jeden. Also ich habe noch nie, wirklich noch nie so was Gutes getrunken wie so ein geboostetes basisches Wasser mit 6 ppm. Das ist, also da würde ich jeden teuren Bordeaux dafür stehen lassen. Das ist einfach unglaublich gut. Du sagst den Ionisiererherstellern, wie die Geräte aussehen sollen. Wie Also, funktioniert das? ich habe ja jetzt 2015 die Marke AquaVolta geschaffen und geschützt, um einen gewissen Qualitätsstandard eben zu etablieren. Die Marke AquaVolta soll eben für Wasserionisierer sein, die hier in Europa brauchbar sind. Und der Ablauf ist eigentlich so, dass wir jetzt auf dem Weltmarkt schauen, was bietet die Industrie an. Da gibt es jedes Jahr ungefähr 50, 60 neue Modelle. Also insgesamt gibt es jetzt bestimmt 300 Modelle auf dem Markt, mindestens. Ja, und dann schauen wir, was könnte passen. Und dann gehen wir zu den Herstellern hin und sagen, jetzt, wir hätten das gern so und so und so im Innenleben. Wir brauchen diese Art von Zellkonstruktion, wir brauchen diese Art von Entkalkungsfunktion, wir brauchen diese Symbole, wir brauchen diese Sprachausgabe und wir brauchen diese Farben. Ja? Und solche Tasten und Sensoren und so weiter, diese Anzeigen. Und dann schreibe ich eine Bedienungsanleitung dafür. Und dann importieren wir dieses Gerät und das kriegt dann die Marke AquaVolta. Welches von deinen Produkten ist dein Lieblingsprodukt? Das liegt in der Zukunft. Das ist das, was gerade in Entwicklung ist. Und darüber darf ich jetzt leider noch nichts sagen.